Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Pirateninsel. Opa Wutz macht mit Peppa und ihren Freunden einen Ausflug mit seinem Boot. Alle Mann an Bord? Ei, ei, Opa! Volldampf voraus! Wiedersehen! Wiedersehen! Peppa und ihre Freunde haben alle Schwimmwesten an. Schorsch, du kriegst meinen Piratenhut. Heute segeln wir alle zur Pirateninsel. Oh. Wenn wir Glück haben, finden wir einen vergrabenen Schatz. Oh. Die Pirateninsel scheint ein toller Ort zu sein. Land in Sicht! Da wären wir. Die Pirateninsel. Uah! Was ist das? Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra! Kommt, wir suchen noch mehr. Aha, wir haben noch was gefunden. Das klingt groß. Du meine Güte, dieser Schatz ist aber ziemlich schwer. Oh je, das ist kein vergrabener Schatz. Das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma! Oh nein! Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Oh nein, Opa Wutz schläft immer noch. Opa ist zu weit weg, er hört uns nicht. Wir sitzen fest auf der Pirateninsel. Wir sind Schiffbrüchige. Wir sind in 100 Jahren noch hier. Genau, wir müssen wilde Früchte und Beeren essen. Und außerdem noch Insekten. Und Schnecken. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Oh, wo bin ich? Hallo. Hallo zusammen. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, ich glaube nur, ich habe etwas vergessen. Einen Augenblick. Guckt. Da ist Opa! Wir sind gerettet! Hurra! Willkommen an Bord, Matrosen! Schlimmer, Opa Wutz. Wir dachten schon, du lässt uns allein. Das tut mir leid, Oma Wutz. Nächstes Mal schlafe ich nicht ein. Versprochen. Wiedersehen, Pirateninsel. Wir kommen bald wieder. Ich liebe die Pirateninsel. Fahren wir da bald wieder hin? Oho, natürlich tun wir das, Peppa. Hurra! Der geheime Freund. Heute kommt Luzi Locke zum Spielen. Hallo, Peppa.
Hallo, Luzi. Das ist mein neuer Freund, Leo Löwe. Wo ist er? Da ist doch keiner. Luzi hat sich einen Freund ausgedacht. Kannst du ihn nicht sehen, Peppa? Komm, wir spielen mit dem Ball. Ja, fein. Für dich, Leo. Peppa wirft den Ball Luzis ausgedachtem Freund zu. Leo kann aber nicht gut fangen. Kann er wohl. Er will nur gerade nicht mit dem Ball spielen. Und was will Leo jetzt lieber tun? Er will lieber fauchen. Wird er wirklich gleich fauchen? Ja. Aber das warst du. Nö, das war Leo. Ah, hallo Leo. Peppa tut so, als könnte sie Leo Löwe sehen. Leo, willst du auch mein Freund sein? Was hat er gesagt? Er nickt mit dem Kopf. Das heißt, ja. Peppa, Luzi, wollt ihr reinkommen und ein bisschen Käsekuchen essen? Mama Wutz hat 2 Stücke Käsekuchen für Luzi und Peppa. Mama, Luzi hat einen ausgedachten Freund. Sein Name ist Leo Löwe. Ich verstehe. Und mag er denn auch Käsekuchen? Wow, Leo liebt Käsekuchen. Sei nicht dumm, Peppa. Das war nicht Leo. Das warst du. Leo mag lieber Schokoladenkuchen. Ich habe keinen Schokoladenkuchen. Mag Leo denn auch Käsekuchen? Er will mal ein Stückchen probieren. Mama Wutz gibt Luzis geheimem Freund ein Stück Kuchen. Schorsch spielt mit seinem Dinosaurier. Sausier! Schorsch, du sitzt auf Leo. Schorsch weiß nichts von Luzis geheimem Freund. Leo Löwe sagt, er schafft seinen Kuchen nicht ganz. Also kann Schorsch ihn haben. Gehen wir jetzt zum Spielen nach oben? Ja, wir können verkleiden spielen. Ich frage erst mal Leo. Oh. Leo sagt, er spielt jetzt sehr gern verkleiden. Gut, dann komm, Leo. Peppa und Luzi spielen verkleiden. Peppa ist eine Fee. Ich erfülle dir einen Wunsch. Ich wünsche mir, ich bin Königin Luzi. Und Leo Löwe wird dann dein Hofnarr. Er will aber nicht der Hofnarr sein. Er will König sein. Da kommt Papa Wutz. Mama Wutz sagt, dass ihr ganz besonderen Besuch habt? Es ist doch bloß Luzi, Papa. Ist da nicht vielleicht doch noch jemand anderes, Peppa? Da ist jemand anderes. König Leo Löwe. Hohoho, ich grüße Sie untertänigst, König Leo. Papa Wutz tut so, als könnte er König Leo sehen. Darf ich sagen, was für eine wunderschöne Mähne Sie haben? Ja, sie ist wirklich schön. Und er hat dazu seine besten roten Hosen an. Hoho, oh ja. Und seinen blauen Mantel. Dumme Peppa, Leo hat doch gar keinen blauen Mantel an. Er trägt doch sein bestes grünes Hemd. Tja, es ist eben so ein grünliches Blau. Peppa, Luzi, eure Freunde sind hier. Peppas Freunde sind gekommen. Alle haben Gummistiefel an. Wir hüpfen durch die Matschepfützen. Ja! Sollte König Leo nicht vielleicht besser auch seine Gummistiefel anziehen? Oh, habe ich vergessen. Leo hat auch seine Gummistiefel dabei. Hehehe, guck mal, der Leo. Er hüpft auch immer rein und raus. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu hüpfen. Sogar geheime Freunde. Die Tankstelle von Opa Clef. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. 2 Eis am Stiel bitte. Oh. Aber sicher. An der Tankstelle von Opa Cliff gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich
Ich liebe unser Auto. Hoho, und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia, das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich ruf Opa Cleff an. Opa Cleff am Apparat. Hilfe! Unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie! Rettungsaktion läuft! Rettungsaktion läuft! Guck mal, da sind Klausi und Opa Cleff. Hurra! Opa Cleff weiß alles über Autos. Ist es was Ernstes? Nein, ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Cleff schleppt Pippas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Cleff tankt Pippas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Cleff. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Papa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Cleff hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Cleff uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Cleff am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Wir kommen, um euch zu retten. Hurra! Opa Cleff füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Cleff. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Oh. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Boah. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia, der Computer ist kaputt und Opa Wutz Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Cleff. Oh, ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Ich habe ihn eigentlich nicht repariert. Ich habe ihn bloß. Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Hurra! Opa Cleff ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Eislaufen. Peppa und ihre Familie wollen heute Eislaufen gehen. Das wird ein Spaß. Peppa und Schorsch waren noch nie beim Eislaufen. Also, Schorsch, du bist noch nicht so gut im Eislaufen. Mach mir am besten alles nach. Haha, ich glaube, wir sind alle ziemlich gut. Ja, und ich ganz besonders. Zuerst brauchen wir Schlittschuhe. Auf der Eislaufbahn haben alle Schlittschuhe an. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir würden uns gern Schlittschuhe leihen, bitte. Bitte schön. Danke. Schönes Schlittern. Da sind Luzi Locke, Luisa Löffel, Klausi Cleff, Zoe Zebra, Molly Mietze, Emily Elefant und Pedro Pony. Peppas Freunde können sehr gut Eislaufen. Peppa will auch Eislaufen. Wow. Hallo zusammen. Hallo, Peppa.
Bist du zum ersten Mal beim Eislaufen, Peppa? Ja. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nein, danke, Luzi. Ich glaube, ich krieg das schon alleine hin. Na gut, dann komm mit. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eislaufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hopsala. Dummer Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her, ich kann Eis laufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa! Du fährst noch jemanden um! Keine Sorge, Mama! Ich bin eine gute Eisläuferin! Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh weh, ich hab vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh! Ah! Ich kann nicht anhalten! Pass auf! Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich habe dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Schorsch, willst du nicht auch Eislaufen? Nein. Komm schon, Schorsch, das macht Spaß. Ich zeig's dir. Also, zuerst musst du... Hui! Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eis läuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eis laufen. Boah, guckt mal, Schorsch. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja. Das hast du sehr gut gemacht, Schorsch, für deine erste Stunde. Also dann, los geht's. Ja! Peppa und Schorsch lieben Eislaufen. Alle lieben Eislaufen. Mama und Papa haben mir Eislaufen beigebracht und ich dann Schorsch. Luisa Löffel. Wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Peppa und Schorsch spielen mit ihren Freunden Luisa und Linus Löffel. Nach Hause, meine zwei Häschen. Oh, wir wollen aber noch weiterspielen, Mama. Vielleicht ja morgen. Können Peppa und Schorsch morgen zu uns zum Spielen kommen? Ja. Hurra! Warum muss Linus denn weinen? Er hat ein bisschen Angst, die Treppe runterzugehen. Warum? Wir haben keine Treppen bei uns zu Hause. Was? Keine Treppen? Ja, genau. Du siehst es ja morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Am Morgen besuchen Peppa und Schorsch Luisa Löffel. Mama Wutz kann fahren und ich lese die Karte. Bist du sicher, Papa Wutz? Wir verfahren uns immer, wenn du die Karte liest. Hoho, wir verfahren uns doch nicht. Na gut, seid ihr alle fertig? Ja, Mama Wutz. Also, los. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt. Sie waren noch nie bei Luisa Löffel zu Hause. Papa, wann sind wir endlich da? Laut Karte ist Luisas Haus auf dem nächsten Hügel. Das kapiere ich nicht. Das Haus von Löffels müsste genau hier stehen. Dann sind wir falsch. Hier ist nur ein Garten mit Karotten.
Wo mag Luisas Haus bloß sein? Hallo zusammen. Luise! Kommst du mit in mein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Aber wo ist denn euer Haus? Peppa kann Luisas Haus nirgendwo entdecken. Dieser Hügel ist unser Haus. Es ist ein Kaninchenbau. Oh! Ich zeige es euch. Bis später! Bis später! Kommt rein! Wir haben keine Treppen. Wir haben Tunnel. Boah! Luisas Haus ist ganz anders als das von Peppa. Das ist unser Kinderzimmer. Toll! Du hast ein Bett, ein Fenster und eine Spielzeugkiste. Genau wie wir. Na klar. Ich mag dein Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja. Ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte. Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Sehr gut, Peppa-Kaninchen und Schorsch-Kaninchen. Peppa ist gern ein Kaninchen. Schorsch ist gern ein Kaninchen. Kaninchen essen Möhren. Wie lecker. Miam, miam, miam. Mmh, wie lecker. Schorsch mag keine Möhren. Er wird sie nicht einmal probieren. Oh, fein. Dann haben wir mehr. Luisa, was tun Kaninchen denn noch gern? Kaninchen hüpfen herum. Kommt mit raus, ich zeig's euch. Wir hüpfen. Kaninchen hüpfen gern. Ihr seid richtig gute Kaninchen. Mittagessen, Kinder! Herr und Frau Löffel haben gekocht. Luisa hat uns gezeigt, wie ein Kaninchen lebt. Dann wird es euch schmecken. Es gibt unsere Leibspeise. Möhren. Wie lecker. Wie lecker. Schorsch wird die Möhren nicht anrühren. Oh je, Schorsch. Ich dachte, du bist ein Kaninchen. Und Kaninchen mögen Möhren. Oh, Schorsch mag ja Möhren. Und das ist unsere Lieblingstorte. Möhrentorte. Hurra! Möhrentorte. Schorsch ist jetzt auch ein richtiges Kaninchen. Die Kindergartenfahrt. Peppa und ihre Freunde machen eine Kindergartenfahrt. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Oh je, Pedro ist reisekrank. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. So, wird es besser? Ein kleines bisschen. Madame Gazelle? Oh, geht es dir auch nicht gut, Zoe? Mir könnte es auch schlecht werden. Soll ich nicht besser auch nach vorne kommen? Kann ich bitte auch nach vorne? Ich auch! Oh, oh, es tut mir leid, Kinder. Ihr könnt doch nicht alle nach vorn kommen. Oh. Das macht gar nichts. Wir sind nämlich da. Hurra! Fröhliches Zelten, Kinder. Wiedersehen! Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll.
So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Petro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing-Bong-Song bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Den Bing-Bong-Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Bu, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bingli, Bongli, Bu. Bong, Bing, Bu, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bingli, Bongli, Bu. Oho, also Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Achtung, Kinder. Kein Gekicher mehr, bitte. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi, wo gehst du denn hin? Madame Gazelle, ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle, ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich auch. Kommt alle herein. Können wir wohl den Bing-Bong-Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Das Sportfest. Heute ist das große Sportfest. Peppa und ihre Freunde sind auch da. Alle Kinder bitte an den Start kommen. Alle müssen so schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens 1.000.000 Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden. Lauf! Oh! Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Schneller! Schneller! Noch schneller! Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra! Dankeschön. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn du nicht immer geredet hättest, Luzi. Na, na, Peppa. Vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Ja, Papa. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze, fertig, los! Schorsch ist gesprungen, so weit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze, fertig, los! Linus Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Als nächstes kommt der Staffellauf.
Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich! Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junges Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbau. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beinahe! Schon klar, Papa. Aber bitte renn so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los! Schneller, Papa! Schneller! Papa Wutz führt. Schneller, Papa! Danke, Papa, das war sehr gut. Jetzt muss ich die Stab nehmen. Peppa, nicht reden, lauf! Oh! Der Sieger ist Emily Elefant. Oh, Papa, ich habe noch keinen Preis gekriegt. Keine Sorge, Peppa, ein Wettkampf kommt noch. Und jetzt zum letzten Wettkampf des Tages. Tauziehen, Jungen gegen Mädchen. Wenn ich los sage, zieht ihr so fest am Seil, wie ihr könnt. Die Mädchen gewinnen. Werden sie nicht. Die Jungs gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los. Fester Jungs. Kommt schon, zieht. Fester Mädchen. Zieht. Ich ziehe doch. Alle ziehen so fest, dass das Seil reißt. Oh! Das Ergebnis ist unentschieden. Beide Mannschaften haben gewonnen. Hurra! Ich liebe das große Sportfest. Besonders, wenn ich einen Preis gewonnen habe. Fahrradausflug. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und Schorsch frühstücken gerade. Heute ist ein guter Tag für einen Fahrradausflug. Ein Fahrradausflug! Juppie! Peppa und Schorsch lieben es, Fahrrad zu fahren. Peppa hat ihr Fahrrad. Schorsch hat sein Dreirad. Mama und Papa haben ihr Tandem. Was ist das? Das ist unser Fahrrad. Ich sitze hier vorne und Mama Wutz sitzt da hinten. Und wir können noch diese Sitze dran machen für Peppa und Schorsch. Aber wir möchten lieber mit unseren eigenen Rädern fahren. Schorsch ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Bist du sicher? Ja, Papa, ganz sicher. Na gut, sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Hui, ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa, aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Du freches kleines Schweinchen. Hallo Enten, wir machen einen Fahrradausflug. Hallo Enten. Ach, ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wutz, ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit?
Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig! Ihr fahrt los, wenn ich hiermit hupe. Wie jetzt? Hui. Pedro ist zu früh losgefahren. Stopp, Pedro! Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui! Stopp! Stopp! Entschuldige, Pedro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt los? Ich glaube, ja. Los, los, los! Fahr los, Peppa. Aber Papa, du hast doch noch gar nicht gehupt. Klausi Kleff fährt vorne weg. Wartet auf mich! Hui! Ich gewinne! Gut gemacht, Peppa! Ja, ich bin sehr gut im Bergabfahren. Für Peppas Freunde wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Wiedersehen, Peppa! Wiedersehen! Für uns wird es auch Zeit, Peppa. Mami, ich bin aber müde. Das ganze Bergauf- und Bergabfahren hat meine Beine ganz müde gemacht. Darf ich bei euch mitfahren? Aber wo soll Papa Wutz dann sitzen? Papa kann mein Rad haben. Es ist sehr schön. Oh, na gut. Ich liebe das Tandem. Papa, magst du mein Fahrrad auch? Ja, Peppa. Es ist sehr schön. Der Streit. Peppa und Luzi Locke spielen Schnippschnapp. Schnapp, gewonnen! Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Schnapp, wieder gewonnen! Du hast geschummelt! Hab ich nicht! Du hast die Karte angeguckt! Hab ich nicht! Ich will jetzt gar nicht mehr mit dir spielen! Und ich will nicht mehr mit dir spielen! Oh je, Peppa und Luzi haben sich gestritten. Mama Locke ist da, um Luzi abzuholen. Peppa, sag Luzi auf Wiedersehen. Mit der rede ich aber nicht. Und ich rede nicht mehr mit der. Oh, ich bin sicher, das klärt sich. Sie sind ja beste Freundinnen. Das ist nicht komisch. Wir sind keine besten Freundinnen mehr. Papa Wutz hat Essen gekocht. Peppa, Schorsch, Abendessen, es gibt Spaghetti. Was ist los, Peppa? Peppa und Luzi hatten heute einen kleinen Streit. Oh. Aber ich vermisse Luzi schon ein bisschen. Lass uns Luzi anrufen. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte bitte Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir können wieder Freundin sein, wenn du dich entschuldigst. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, du schummelst. Auch wenn du das wohl getan hast. Also, mir tut es leid, dass du je meine beste Freundin warst. Oh. Das macht mir nichts. Ich finde schnell eine neue beste Freundin. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Klausi Kleff ist auf dem Karussell mit seinem besten Freund Pedro Pony. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Wippen, wippen. Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Ja! Emily, Luzi Locke ist nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist doch Molly Mieze. Oh. Miau. Hui! Zoe, wenn du magst, kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist Luisa Löffel. Oh, hui!
Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ah, gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Und wir werden nie wieder Freundinnen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das klärt. Peppa, entschuldige dich bei Luzi. Aber nur, wenn sie sich entschuldigt. Zuerst. Nur, wenn du dich zuerst entschuldigst. Ich weiß was. Ich zähle bis drei und dann sagt ihr beide gleichzeitig Entschuldigung. Na gut. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Jetzt könnt ihr wieder beste Freundinnen sein. Hurra! Luzi, komm, wir spielen Minigolf. Gute Idee. Peppa und Luzi sind wieder beste Freundinnen. Ich zuerst. Jetzt ich. Mein Ball ist ins Loch gerollt. Gewonnen. Aber mein Ball hat ihn geschubst. Ich hab gewonnen. Du denkst dir die Regeln einfach aus. Du denkst dir die Regeln aus. Du schummelst. Nein, du schummelst. Hohoho, ihr beide seid genau gleich. Deshalb ist Luzi meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Und Peppa ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt überhaupt. Oma Wutz und Opa Wutz bereiten das Essen für Peppa und ihre Familie vor. Ich habe noch mehr Kartoffeln ausgegraben. Aber Opa, wir haben schon so viele Kartoffeln. Och, Kartoffeln kann man nie genug haben. Na gut, dann schieb die Kartoffeln in den Ofen. Die anderen sind bald da. Hoho, es ist noch genug Zeit. Es ist erst 11 Uhr. Peppa und ihre Familie sind auf dem Weg. Wären wir nur früher losgefahren, wir kommen wieder zu spät. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir haben noch massig Zeit. Wir kommen immer zu spät, wenn wir zu Oma und Opa fahren. Hoho, diesmal nicht. Ich habe einen neuen Weg gefunden, um dem Verkehr auszuweichen. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Peppa und ihre Familie stecken im Stau. Guck mal, da sind Klausi Kleff und Opa Kleff. Klausi Kleff und Opa Kleff stecken auch im Stau. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Wir fahren zu Oma und Opa zum Essen. Aber wir kommen wieder zu spät. Es ist 1 Uhr. Sie sind zu spät. Wie immer. Wie weit sind deine Kartoffeln? Sie brauchen noch ein ganz kleines bisschen. Oma Wutz am Apparat. Hallo, Oma Wutz. Wir stecken noch im Stau. Keine Sorge. Wir sind auch spät dran. Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben. Bis gleich. Die Ärmsten, sie stecken noch im Stau fest. Oh, dann habe ich ja Zeit, um noch ein paar Kartoffeln zu holen. Opa Wutz. Es geht ja so langsam. So kommen wir nie zu Oma und Opa. Peppa hat recht. Wir müssen anders fahren. Aber es gibt keine weiteren Hauptstraßen. Ich weiß eine Abkürzung. Auf Wiedersehen, ihr alle. Wir nehmen die Abkürzung. Wiedersehen, Peppa. Viel Glück. Mama Wutz nimmt eine Abkürzung, um den Stau zu umfahren. Die Abkürzung ist sehr holperig. Das macht Spaß. Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir. Hallo Enten, wir nehmen eine Abkürzung. Seht ihr, da ist wieder die Hauptstraße. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber wir sind immer noch hinter Klausis Laster. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh je, die Abkürzung von Mama Wutz hat nicht sehr gut funktioniert. Gut, Essen ist fertig. Und am allerwichtigsten, die Kartoffeln sind auch gar. Das Essen ist fertig, aber Peppa und ihre Familie sind immer noch nicht da. Opa Wutz am Apparat. Wir sind schon fast bei euch. Aber die Autos bewegen sich nur im Schneckentempo. Eine sehr, sehr langsame Schnecke. Sie sind fast da, aber sie stecken immer noch im Stau. Die Ärmsten. Das Essen wird ja ganz kalt. Ich habe eine Idee.
Ich hole meine Schubkarre. Was hat Opa Wutz vor? Oma Wutz, wir laden jetzt das Essen in die Schubkarre. Zu Befehl, Opa Wutz. Wenn Sie nicht zum Essen kommen können, dann muss das Essen eben zu Ihnen kommen. Seht mal, da sind Oma und Opa mit dem Essen in einer Schubkarre. Wutz, ahoi! Das Essen wird serviert. Habt ihr genug dabei, damit auch Klausi und sein Opa was abbekommen? Es ist genug für alle da. Hurra, Kartoffeln! Gut, dass du so viele Kartoffeln gebacken hast, Opa. Hoho, Kartoffeln kann man doch nie genug haben. Sterne. Es ist Schlafenszeit. Peppa, Mama Wutz und Papa Wutz trinken warme Milch. Schorsch, du solltest doch den Schlafanzug anziehen, nicht den Astronautenanzug. Schorsch liebt alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Oh, Schorsch, zieh deinen Astronautenhelm aus und trink deine Milch. Schlafenszeit, meine Kleinen. Abends macht Schorsch seine Astronautenspieluhr an. Nicht schon wieder Weltall. Das ist langweilig. Das All ist nicht langweilig. Es ist voller Sterne. Ich kann aber überhaupt nichts sehen. Es ist zu dunkel. Draußen kann man die Sterne viel besser sehen. Können wir noch mal rausgehen? Peppa, du bist im Schlafanzug. Wenn ihr eure Bademäntel drüber zieht, könnten wir vielleicht ausnahmsweise noch mal nach draußen gehen. Hurra! Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal, die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Oh. Ja, und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah. Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Hoho, aber Peppa, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf. Hier ist es, das alte Lieschen. Boah! Die Sterne zu beobachten ist Opa Wutz Hobby. Also, wer schaut als erster durch? Ich! Oh, der Nordstern! Und Seeleuten zeigt er immer den Weg nach Hause. Er hat auch Papa geholfen, hierher zu finden. Sind denn noch andere Sterne im Weltall? Ja, hier dieser Planet. Er heißt Saturn. Oh, was ist das für ein hübscher Ring? Er ist aus Felsgestein und Eis. Auf dem Saturn ist es sehr, sehr kalt.
Da könnten wir einen Schneemann bauen, Schorsch. Schnell, guck. Oh. Das ist eine Sternschnuppe. Du darfst dir etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass wenn Schorsch groß ist und eine Rakete hat, wir beide zusammen ins Weltall fliegen. Kleine Wesen. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz bei der Gemüseernte. Peppa, hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Da sitzt ein scheußliches Monster mittendrin. Monster. Hoho, das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh, wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Hoho, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus, genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, summ, summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 summ. Fein, welch fleißige Bienchen. Genau, wir sind fleißige Bienen. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig. Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Omi, wir sind fleißige Bienen. Bzzz. Ah, mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte. Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig. Ihr habt Glück, genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra! Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat.
Oh! Oh! Du frecher Schlingel! Ho, 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 ho. Flohmarkt. Draußen regnet es und das Kindergartendach hat ein Loch. Kinder, wir veranstalten einen Flohmarkt. Und von dem Erlös bekommt unser Kindergarten ein neues Dach. Hurra! Jeder von euch sollte etwas für den Flohmarkt spenden. Was zum Beispiel? Altes Spielzeug oder irgendetwas, was ihr nicht mehr braucht. Miau. Da kommen die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Schluss für heute. Und denkt an euer altes Spielzeug für den Flohmarkt morgen früh. Peppa sucht ein Spielzeug für den Flohmarkt aus. Peppa, hast du dich entschieden? Du brauchst nur ein Spielzeug zu spenden. Ja, und denk dran, es ist für das neue Kindergartendach. Na gut, dann spende ich den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist das Lieblingsspielzeug von Schorsch. Peppa, du kannst doch nicht den Dinosaurier weggeben. Wirklich nicht? Nein. Wenn ihr meint. Entschuldigung, Schorsch. Sausia. Warum nimmst du nicht dein altes Schachtelmännchen? Also gut, jetzt bist du dran, Papa. Was? Wir müssen alle was für den Flohmarkt spenden. Ich spende diesen Hut und Schorsch spendet den gepunkteten Ball. Und was soll Papa spenden? Ich weiß, du nimmst den Fernseher. Nicht den Fernseher. Nein, den brauchen wir noch. Ich weiß was. Papas stinkige Pantoffeln. Nein, zu stinkig. Ich weiß was. Papas alten Sessel. Aber der ist antik. Was heißt denn antik? Antik heißt, er ist sehr alt und wertvoll. Aber du hast ihn auf dem Sperrmüll gefunden, Papa Wutz. Er ist wertlos. Wenn ich ihn repariere, ist er viel Geld wert. Aber das sagst du schon ewig, Papa Wutz. Ich weiß was. Ich spende diese Socken, selbst gestrickt von Oma Wutz. Gut. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. Wiedersehen. Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Sch, sag's ihm nicht, das merkt er doch nie. Der Flohmarkttag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Peppa, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig, aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas, dann gehe ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama, guck, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Guckt mal, was ich gekauft habe. Einen antiken Sessel. Oh, Papa Wutz, das ist kein antiker Sessel. Eben doch. Frau Löffel hat es gesagt. Und der passt zu meinem alten. Ja, Papa. Und das liegt daran... Sch, Peppa. ...dass es dein alter Sessel ist. Was? Aber Frau Löffel hat mir gerade einen Haufen Geld dafür abgeknöpft. Fantastische Neuigkeiten erschaffen. Wir haben jetzt genug Geld beisammen für ein neues Kindergartendach. Hurra! Danke, Herr Wutz. Ho, ho. Sehr gern geschehen. Beim Zahnarzt. Jeden Morgen putzen sich Peppa und Schorsch die Zähne.
Heute gehen Peppa und Schorsch zum Zahnarzt. Peppa, Schorsch, heute gehen wir zum Zahnarzt. Ich habe keine Zeit für den Zahnarzt. Ich mache heute ein Teekränzchen mit Teddy. Ja, wir haben keine Zeit. Jeder muss zum Zahnarzt, damit die Zähne sauber und gesund bleiben. Na gut, Papa. Schorsch, sind deine Zähne genauso sauber? Es ist Schorschs erster Zahnarztbesuch. Ja, beide schön saubere Zähne. Ich bin sicher, der Zahnarzt ist begeistert. Beim Zahnarzt warten Peppa und Schorsch, bis sie an der Reihe sind. Warten ist langweilig. Diese Zeitschrift ist sehr interessant. Alles dreht sich um Kartoffeln. Peppa! Schorsch, der Doktor erwartet euch. Hurra! Das ist Dr. Elefant, der Zahnarzt. Hallo, Peppa. Hast du auch schön die Zähne geputzt? Ja, Dr. Elefant. Gut. Also, wer zuerst? Ich zuerst. Ich bin schon ein großes Mädchen. Guck zu, Schorsch. Setz dich auf den Stuhl, bitte. Gut festhalten. Hui! Weit aufmachen, bitte. Weiter, bitte. Also, dann gucken wir mal. Dr. Elefant guckt mit einem kleinen Spiegel hinter Peppas Zähne. Ich hoffe, du hast nicht zu viele Süßigkeiten gegessen, Peppa. Es ist ziemlich schwierig zu sprechen, wenn der Mund so weit offen ist. Ah, guck mal an. So, schon fertig. Das sind herrlich saubere Zähne. Die hat sie von mir. Krieg ich jetzt den rosa Spezialsaft? Ja, aber nicht runterschlucken, Peppa. Spuck ihn aus. Schorsch, jetzt bist du dran. Nein. Schorsch möchte lieber nicht dran sein. Vielleicht kannst du den Dinosaurier mitnehmen, wenn der Doktor nach deinen Zähnen guckt. Sausia! Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Dinosaurier. Es ist kein richtiger Dinosaurier. Er ist aus Plastik. Gut festhalten. Das machst du sehr gut, Schorsch. Und? Zeigst du mir deine Zähne? Schorsch will dem Zahnarzt seine Zähne nicht zeigen. Schorsch, schön weit aufmachen, so wie ich. Ah, da sind sie. Schon fertig. Du hast sehr starke und saubere Zähne, Schorsch. Sind sie so schön wie meine, Dr. Elefant? Ja. Schorsch ist sehr stolz auf seine sauberen Zähne. Schorsch, denk an den rosa Spezialsaft. Moment mal, was ist das? Was ist denn, Dr. Elefant? Schorsch hat saubere Zähne, aber die von diesem Dinosaurier sind sehr schmutzig. Oh nein, jetzt ist Dr. Elefant sehr böse mit dem Dinosaurier. Überhaupt nicht, Peppa. Es ist mein Beruf, Zähne sauber zu machen. Den Wasserstrahl bitte, Frau Mümmel. Der Zahnarzt benutzt Wasser, um die Dinosaurierzähne zu reinigen. Polierbürste bitte, Frau Mümmel. Jetzt wird es ein bisschen laut. Dr. Elefant poliert die Zähne des Dinosauriers. Rosa, rosa! Ganz genau, Schorsch. Der Dinosaurier braucht noch den rosa Spezialsaft. Oh, was für strahlende Zähne für einen Dinosaurier. Sausia! Ich krieg Angst! Schorsch liebt seinen Dinosaurier, besonders mit so schön sauberen Zähnen. Die Ballonfahrt! Heute ist Sommerfest. Frau Mümmel macht eine Tombola. Hereinspaziert, hereinspaziert! Der Hauptpreis ist eine Fahrt in meinem Heißluftballon! Oh, das macht bestimmt Spaß! Ich möchte ein Los, bitte! Das blaue Los gewinnt ein Spielzeugauto! Gut gemacht, Klausi! Ich möchte bitte auch ein Los! Danke, Peppa! Was möchtest du denn gewinnen? Die Ballonfahrt! Wäre der hausgemachte Schokokuchen nicht besser? Papa Wutz liebt hausgemachten Schokokuchen.
Das rote Los gewinnt die Ballonfahrt. Hurra! Alle an Bord für die Ballonfahrt. Wie viele Passagiere bitte? 4 bitte. Und Teddy. Sausia. Oh, und ein Teddy und ein Dinosaurier macht zusammen 6. Alle Mann an Bord. Beeilung, Papa Wutz, komm an Bord. Schnell, Papa. Kapp die Taue, Leinen los, Volldampf voraus. Sehr eindrucksvoll, Frau Mümmel. Sie sind bestimmt ein erfahrener Captain. Eigentlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich einen Heißluftballon fahre. Oh. Festhalten! Frau Mümmel heizt an, damit der Ballon in die Luft steigt. Wiedersehen! Wiedersehen! Wer von euch übernimmt das Kartenlesen? Das mache ich. Bist du sicher, Papa Wutz? Ich bin sehr gut im Kartenlesen. Oh, diese Karte ist ein bisschen kompliziert. Sollen wir höher steigen? Ja, bitte! Höher! Höher! Der Ballon steigt hoch in den Himmel. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Wir fliegen nur durch eine Wolke. Oh, da ist der Himmel ja wieder. Hurra! Luftballon, Luftballon, flieg mit uns auf und davon. Flieg ganz hoch, flieg ganz hoch, höher als die Wolken noch. Guck mal, Teddy, wir fliegen ganz hoch. Peppa, sei vorsichtig, sonst fällt Teddy! Noch der... Teddy ist runtergefallen. Keine Sorge, Peppa, wir retten Teddy. Alle Mann festhalten. Wir gehen runter. Frau Mümmel lässt den Ballon hinabsinken, damit Teddy gerettet werden kann. Ich kann Teddy nirgends sehen. Da ist er. Teddy hängt im Baum fest. Ich nehme diesen Anker, um Teddy zu retten. Langsam, langsam. Ich hab ihn. Papa Wutz hat Teddy gerettet. Teddy! Hurra! Oh je, niemand achtet darauf, wohin sie fliegen. Achtung! Baum voraus! Festhalten! Oh. Erst hing Teddy im Baum fest und jetzt hängen wir im Baum fest. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Haben wir uns verfahren? Ja. Seht mal alle her. Ist das nicht Omas und Opas Haus? Ja, dann sind wir hier in Opa Wutz Garten. Dachte ich mir. Ahoi, ihr Oma Wutz und Opa Wutz. Du liebe Güte. Ahoi auch, Frau Mümmel. Hilfe, bitte. Opa, wir kommen nicht runter. Keine Sorge, ich habe eine Leiter. Hurra! Alle klettern vom großen Ballon herunter. Oma, Opa, Frau Mümmel hat uns mitgenommen. In ihrem großen Ballon. Wie überaus aufregend. Ich fürchte, das Aufregendste, was wir bieten können, ist mein hausgemachter Schokoladenkuchen. Hausgemachter Schokoladenkuchen, das ist aufregend. Das war die beste Ballonfahrt der Welt. Und der beste Schokokuchen der Welt. Der Stromausfall. Es ist Abend. Peppa und Schorsch sind im Wohnzimmer und tanzen zu ihrem Lieblingslied. Papa Wutz saugt den Teppich im Flur. Und Mama Wutz arbeitet in ihrem Zimmer etwas Wichtiges am Computer. Oh. 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 Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh. Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten, aber es geht nicht.
Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier im Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich gehe sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Haha, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das dahingestellt? Oh, Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch. Guck mal, hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, George. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Elektrizität wiederkommt. Und wie lange dauert das? So ganz genau? Ich würde sagen, ganz genau eine lange Zeit. Oh, aber Schorsch und ich wollen doch noch weiter tanzen. Ich weiß, was wir machen können. Wir können ein bisschen Fernsehen gucken. Oh, er geht nicht an. Der Fernseher braucht auch Elektrizität. Wirklich? Ja. Oh, und was sollen wir jetzt machen? In der guten alten Zeit, als es noch kein Fernsehen gab, mussten sich die Kinder selbst Spiele ausdenken. Ich weiß was. Ich brauche einen Pappkarton. Was hat Peppa vor? Mama, schneidest du mir ein Loch in diese Kiste? Wofür? Wart's ab. Mama Wutz schneidet ein Loch in den Pappkarton. Bitte sehr, Peppa. Danke. Ihr setzt euch jetzt bitte alle nach da. Und George, du leuchtest mit der Taschenlampe auf mich. Hier sind die Peppa Wutz Nachrichten mit mir, Peppa Wutz. Peppa hat sich ihren eigenen Fernseher gebastelt. Heute hat die ganze Welt aufgehört zu funktionieren, wegen eines Stromausfalls. Die ganze Elektrizität ist verschwunden. Sehr gut, Peppa. Papa Wutz sagt, bis die Elektrizität wiederkommt, dauert es ganz, ganz lange. Oh! Die Elektrizität ist wieder da. Hurra! Ruhe! Ich bin noch nicht fertig. Mach das Licht wieder aus. Na gut, Peppa. Gut. Ich habe nämlich noch sehr wichtige Neuigkeiten. Die Königin hat noch irgendwo Elektrizität gefunden und gesagt, wir können jetzt alle wieder glücklich sein. Sehr gut, Peppa. Hurra! Komm, tanzen! Peppa hat der Stromausfall Spaß gemacht. Aber jetzt ist sie froh, dass die Elektrizität wieder da ist. Opas kleine Lok. Peppa und Schorsch spielen in Omas und Opas Garten. Was ist das für ein Krach? Opa baut da etwas. Hallo, Peppa und Schorsch. Ihr kommt genau richtig. Ich bin gerade damit fertig geworden. Darf ich fragen, was damit ist? Ich zeig's euch. Toll! Eine Spielzeuglok. Das ist kein Spielzeug. Das ist Gertrud. Sie ist eine Miniaturlokomotive. Aber braucht sie keine Schienen, um darauf zu fahren? Aber nein. Ich habe Gertrud Autoreifen montiert, damit sie fahren kann, wohin sie mag. Opa, dürfen wir mit Gertrud fahren? Steigt nur ein. Voll Dampf voraus. Wiedersehen, Oma. Bis später. Peppa und Schorsch lieben Opas kleine Lok. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff.
die Schweinchen in dem Zug machen oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Und die Schweinchen in dem Zug machen oink, oink, oink. Jeden Tag. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Wie ich sehe, fahrt ihr Spielzeuglok. Spielzeug? Gertrud ist kein Spielzeug. Wie geht's deinem kleinen Laster? Kleiner Laster? Mein Abschleppwagen ist ein richtiges Nutzfahrzeug. Opa, darf ich mit dem Zug fahren? Das musst du wissen, Klausi, wenn du lieber Eisenbahn spielst. Danke, Opa. Bis später. Frau Mümmel fährt den Schulbus. Zu eurer Linken seht ihr ein paar Hügel mit Bäumen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa sind da. Dürfen wir mit dem Zug fahren? Ich mache mit den Kindern eine Bildungsbusrundfahrt. Dienen Loks auch der Bildung? Aber auf jeden Fall. Wer von euch möchte denn lieber mit dem Zug von Opa Wutz fahren? Ich! Und wer möchte weiter hier im Bus bleiben? In Ordnung. Ihr könnt alle in den Zug. Ich fahre hinterher. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Jeden Tag. Eine Riesenschlammpfütze. Da stecken wir gleich fest. Vielleicht fahren wir lieber einen anderen Weg. Das ist doch nur eine Pfütze aus Schlamm. Komm schon, Gertrud. Du schaffst das schon. Komm schon, Bus. Du schaffst das schon. Der Bus steckt im Schlamm fest. So ein Mist. Hallo, Frau Mümmel. Wie läuft's denn so? Gar nicht. Ich stecke fest. Können Sie mich retten? Natürlich. Ist Ihr Wagen denn stark genug? Vertrauen Sie mir. Hat's geklappt? Nein. Wir brauchen ein Fahrzeug, das noch mehr Kraft hat. Kann ich irgendwie helfen? Es gibt nichts, was ich nicht lösen könnte, aber danke trotzdem. Ich habe eine Idee. Die Lok von Opa Wutz kann uns doch aus dem Schlamm ziehen. Gute Idee, Frau Mümmel. Opas kleine Lok soll den Bus aus dem Schlamm ziehen. Volldampf! Komm schon, Gertrud! Komm schon, Gertrud! Hurra! Haha, gut gemacht! Schon erstaunlich, was eine Spielzeuglok so kann. Spielzeug? Gertrud ist doch kein Spielzeug! Gertrud ist die allerbeste Lok auf der ganzen Welt. Zoe Zebra, die Tochter des Briefträgers. Herr Zebra, der Briefträger, bringt einen Brief für Familie Wutz. Seine Tochter Zoe hilft ihm heute. Sie trägt auch Briefe aus. Klausi Kleff, Luzi Locke, Luisa Löffel. Ah, Peppa und Schorsch. Und jetzt nur noch diese hier. Gut, gehen wir und liefern sie aus. Ja, Papa. Post! Peppa und Schorsch lieben es, wenn die Post kommt. Hier sind zwei Briefe. Der ist für Papa Wutz. Wie aufregend. Lieber Herr Wutz, zahlen Sie Telefongebühren. Oh. Was sind Gebühren? Das klingt sehr langweilig. Gebühren sind auch langweilig. Mama, ist der andere Brief für dich? Nein, der hier ist für Peppa und Schorsch. Ui, ein Brief für Schorsch und mich. Ich lade euch zu meinem Geburtstag ein, eure Zoe Zebra. Zoe hat Peppa und Schorsch zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. Yippie! Ihr solltet Zoe einen Antwortbrief schreiben, damit sie weiß, dass ihr kommen wollt. Hilfst du uns beim Schreiben, Mama? Natürlich. Peppa und Schorsch schreiben Zoe eine Antwort. Was möchtet ihr gerne schreiben? Liebe Zoe. Liebe Zoe. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Wie wär's mit
Wir kommen gerne zu deiner Party. Viele Grüße, Pepper und Schorsch. Welcher Briefumschlag sieht am schönsten aus? Der rote. Fräulein Zoe Zebra. Und zu guter Letzt die Briefmarke. Der Brief kann nun verschickt werden. Das ist der Briefkasten. Und das sind Klausi, Luzi, Pedro, Luisa und Emily Elefant. Alle wollen einen Brief verschicken. Und hier kommt Peppa mit ihrem Brief. Rein damit. Und wie geht's weiter? Hallo alle miteinander. Hallo Peppa. Hast du meine Geburtstagseinladung bekommen? Ja. Und ich habe dir auch schon geantwortet. Oh, danke. Meine Güte, so viele Briefe heute. Und dieser Brief hier ist von mir. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Ist der für mich? Kann ich ihn aufmachen? Er ist für dich, Zoe. Aber zuerst muss er ausgetragen werden. So ist das nun einmal bei der Post. Oh. Und weil es heute ganz besonders viele sind, fange ich jetzt mal an. Können George und ich auch mitkommen? Hopp an Bord, Peppa und George. Dann bis später. Peppa und George helfen Herrn Zebra, die Post auszutragen. Das ist das Haus von Familie Zebra. Dieser Brief ist adressiert an Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Hoho, alle Briefe sind für Zoe. Das ist mein Brief. Darf ich ihn austragen? Selbstverständlich. Peppa liebt es, Briefe auszutragen. Mami, guck mal. Die Briefe sind alle für mich. Oh, erstaunlich. Liest du sie mir vor, Mami? Liebe Zoe, ich komme sehr gern zu deiner Party. Dein Klausi Kleff. Luzi Locke schreibt, sie kommt auch gern zur Party. Und Luisa, Pedro, Emily, Molly, sie kommen alle gern zu deiner Party. Und dieser Brief hier ist von mir. Da steht, wir kommen gerne zu deiner Party. Mit vielen Grüßen, Peppa und George. Alle sind zu Zoes Party gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Zoe. Boah. So viele Geschenke. Da wirst du aber viele Dankesbriefe schreiben müssen, Zoe. Oh, und wer wird wohl all die vielen Dankesbriefe austragen? Du natürlich, Papa. Ich helfe dir dabei. Die Brieffreundin. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe. Kinder? Wer von euch möchte einen Brieffreund? Ich! Was ist ein Brieffreund? Ein Brieffreund ist ein Mädchen oder Junge, mit dem ihr euch Briefe schreibt. Dieses Mädchen lebt in Frankreich. Sie heißt Elena Esel. Kann Elena Esel meine Brieffreundin sein? Natürlich, Peppa. Hurra! Es ist früh am Morgen. Herr Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Peppa und George lieben es, wenn die Post kommt. Der ist für Fräulein Peppa Wutz. Das bin ich! Mama, kannst du ihn mir vorlesen? Natürlich. Er ist von Elena Esel. Meine Brieffreundin! Was schreibt sie denn? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Peppa. Es heißt Hallo, wie geht es dir? Und was schreibt sie noch? Ich helfe mal. J'aime les princesses et joue avec mes amis. Kluger Papa. Ich bin Französisch-Experte. Und was bedeutet das? Peppa Wutz putzt seine Brille, damit er den Brief besser lesen kann. Da steht gar nichts. Nur Unsinn. Es heißt, ich liebe Prinzessinnen und spiele gerne mit meinen Freunden. Genau das wollte ich sagen. Ich möchte Französisch sprechen. Vielleicht kannst du ja mit Elena Esel reden. Wie denn? Ihre Telefonnummer steht hier auf dem Brief. Yippie! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Elena?
Mama Wutz fragt, ob Peppa mit Elena sprechen kann. Hallo. Bonjour. Bonjour. Was soll ich jetzt sagen? Comment ça va? Comment ça va? Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Was hat sie gesagt? Das war Französisch. Bonjour, Georges. Comment ça va? Peppa fragt, wie geht es dir auf Französisch? Sausia. Nein, Georges, so spricht man kein Französisch. Es ist Morgen und der Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Hurra! Gibst du mir meinen Brief von Elena, bitte? Tut mir leid, Peppa. Kein Brief für dich dabei heute. Oh. Wer könnte das wohl sein? Bonjour, ich bin Elena Esel. Ich möchte Peppa besuchen. Es ist Elena! Bonjour! Bonjour, Peppa. Ihr seid meine Mama und Papa und mein Bruder Emil. Bonjour! Das sind meine Mama und Papa und mein kleiner Bruder Schorsch. Guten Tag! Sausia! Sprechen Sie Französisch, Herr Wutz? Ich bin Französisch-Experte. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Ja. Elena, wir können hier herumspringen. In Matschepfützen. Elena versteht Peppa nicht. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa versteht Elena nicht. Alles ist so anders in Französisch, Papa. Komm schon, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Aha, das wollte ich ja dir gerade zeigen. Bei uns heißt das, in Matschepfützen herumzuspringen. J'adore, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle auf der ganzen Welt lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Die Übernachtungsparty. Es ist Abend. Peppa ist zu einer Übernachtungsparty bei Zoe Zebra eingeladen. Hallo Zoe! Hallo Peppa! Willkommen zu meiner Übernachtungsparty. Ich hol dich morgen früh wieder ab. Schlaf gut, Peppa! Tschüss! Luisa, Luzi und Emily sind schon da. Hallo zusammen! Hallo Peppa! Ich habe meinen Teddy mit. Hallo zusammen. Zoe hat ihren Stoffaffen. Uh. Emily ihren Frosch. Molly ihre Eule. Uhu. Und Luisa ihre Möhre. Möhre, Möhre. Herr Zebra guckt Fernsehen. Das ist besser. Ich hab was angeguckt. Aber das war uns zu langweilig, Papa. Papa Zebra geht jetzt ins Bett. Er muss morgen früh raus zum Post austragen. Du sagst es, Mama Zebra. Und macht nicht mehr so lange. Gute Nacht, Mama. Peppa und ihre Freunde machen sich bettfertig. Zoes kleine Schwestern, die Zwillinge Susi und Sina, wollen auch dabei sein. Die Übernachtungsparty ist nur für große Mädchen. Sie sind so süß, die Kleinen. Können sie hier bleiben? Na gut, aber ihr müsst versprechen, dass ihr wach bleibt. Versprochen? Oh, ein Klavier. Ich habe Unterricht. Hört mal. Funkle, funkle, kleiner Stern. Darf ich auch mal? Ich auch! Funkle, funkle, kleiner Stern, wer du bist, das wisst ihr gern. Psst, ihr müsst ganz leise sein, damit Papa Zebra schlafen kann. Ab in eure Schlafsäcke, bitte. Was machen wir jetzt? Bei Übernachtungspartys gibt's immer ein Mitternachtspicknick. Was ist ein Mitternachtspicknick? Wir essen was, aber heimlich. Oh! Ich weiß, wo es was gibt, aber wir müssen ganz leise sein.
Scht, Luzi. Scht, Peppa. Leise. Mama Zebra ist aufgewacht. Das wird bestimmt das beste Mitternachtspicknick überhaupt. Was ist denn hier los? Ihr weckt noch Papa auf. Also, wer kennt eine schöne, ruhige, gute Nachtgeschichte? Ich! Und ich! Ich fang an. Es war einmal eine Fee, die war ganz winzig klein. Jetzt bist du dran, Peppa. Und sie lebte tief im Wald. Und sie war wunderschön. Und sie hatte einen Zauberstab. Sehr schön. Jetzt du, Emily. Sag uns, wie es weitergeht. Ich weiß nicht so genau. Dann sag irgendwas, Emily. Hauptsache, es ist nicht langweilig. Na gut. Die kleine Waldfee traf ein großes Monster. Und das machte... Wie schrecklich! Was ist das für ein Lärm? Oh weh, der Krach hat Herrn Zebra aufgeweckt. Entschuldigung, Papa. Das war die Geschichte von einer Fee. Und einem schrecklichen Monster. Und wir wollen so gern wissen, wie es weitergeht. Also schön. Das Monster hob seine riesigen, haarigen Pranken. Oh. Und trottete auf seinen großen, haarigen Pfoten davon. Und dabei sang es: Funkle, funkle, kleiner Stern, wer du bist, das wüsst ich gern. Beim Gute-Nacht-Lied von Herrn Zebra sind alle eingeschlafen.